Aber ich lege mich in die Hängematte. Wir haben nämlich natürlich eine brasilianische Hängematte jetzt für Sie ausgesucht. Brasilianische Hängematten in Fortaleza werden sie hergestellt. Und die sollen die stabilsten der Welt sein und saubequem noch dazu. Hier trägt jede Frau ein paar von ihnen unterm Arm. Hängematten. Hier in Serinha der Favela der Hängematten. In jedem dritten Haus knüpfen sie sie. Auch bei Claudia. Seit 20 Jahren schon. Ich mache das schon so lange. Zum einen, damit ich beschäftigt bin. Und auch, na klar, wegen des Geldes. Antonio José ist der Auftraggeber. So etwas wie der Boss der Hängematten-Favela. Gut 6 Euro gibt er seinen Arbeiterinnen pro Tag. Damit halten die ihre Familien über Wasser. Knüpfen in jeder freien Minute. Ein unentbehrliches Einkommen. Ohne die Hängematten kann ich mir dieses Viertel gar nicht vorstellen. Die Menschen hier brauchen dieses Einkommen wirklich. Wenn es das nicht geben würde, müsste sich irgendjemand um diese Menschen kümmern, damit sie überleben. Gleich nebenan im Zentrum der Favela. Die Fabrik der Hängematten. Alles, was hier geknüpft und genäht wird, ist Qualitätsware. Gefertigt aus Biobaumwolle. Diese Hängematte kostet 150 Euro. 10-mal so teuer wie die Billigkonkurrenz aus China. Dafür aber Handarbeit. Wir machen alles für unsere Kunden. Was gefordert wird, das fertigen wir. In der besten Qualität, die möglich ist. Und zur Fußball-Weltmeisterschaft, logisch, gehört auch eine WM-Kollektion. Hängematten in den Farben Brasiliens. Auftraggeber ist Cornelius Grieser aus Rheinhessen. Er hat auch die Hängematte in Deutschlandfarben entwickelt, wegen der sie jetzt hier Sonderschichten machen müssen. Die ist eingeschlagen, auf jeden Fall, und deswegen ist jetzt die Fabrik auch noch geöffnet. Eigentlich hatte der Antonio José geplant, dass jetzt die Fabrik geschlossen wird, weil die Leute lieber zu Hause bleiben während der WM. Es will eigentlich keiner arbeiten jetzt. Arbeiten müssen sie jetzt auch draußen auf dem Land. Dort, wo die Stoffe für die deutsche WM-Hängematte hergestellt werden. Eine Stadt, aus der wohl alle Jugendlichen wegziehen würden, ohne die Hängematten-Jobs. Jaguaruana. Die brasilianische Hauptstadt der Hängematten. Es ist der Heimatort von Hängematten-Boss Antonio José. Hier hat er von seinem Vater alles über Hängematten gelernt. Das ist die erste Stadt in Brasilien, die sich auf Hängematten spezialisiert hat. Wir sind sehr stolz darauf. Und wir wollen noch viele Jahre so weitermachen. Antonio Josés Cousine Tatiana steht an den Webspulen. Auch sie produziert Hängematten, seit sie denken kann. Auch meine Kinder arbeiten hier. Alles ist fest in Familienhand. Doch die Konkurrenz aus China macht auch ihnen hier immer mehr zu schaffen. Überleben können sie nur dank ihrer Bioqualität. Und vielleicht auch, weil sie ihre Hängematten einfach gern haben. Vom Baby bis zum Opa schlafen alle nachts in der Hängematte. Sie haben hier einfach das passende Lebensgefühl für ihre Hängematte.